Willkommen zu einer neuen Runde Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 8.6 Anniversary Update. Wir wollen jetzt endlich mal losfliegen. Jetzt dürfte auch hier noch Strom da sein. Ne, nicht Radarstation, genau. Abgestürzte MS Titan. Mehr hat dahinter nicht gepasst. 41%. 48 Minuten Strom. Jawohl, das passt schon eher mal. Oh, da oben geht schon wieder ein Ball auf. Schick. So, wir gucken mal weiter in diese Richtung. Wieso haben wir rechts von uns noch was nicht entdeckt? Aha, da muss noch irgendwas sein. Ist ja krass. Erkunden wollen wir auch. Aber, also erstmal hier erkunden. Auf der Planet. Dann wollen wir am Asteroidengürtel erkunden und auf dem Mond. Hab ich da irgendwas gesehen? Ne, das sieht nur so weiß aus. Das ist richtig. So, hier möchte ich euch was zeigen. Ich habe nämlich gefarmt, das hattet ihr da gesehen. Und ich habe auch was ausgebuddelt, das hattet ihr da auch gesehen. Und damit ihr siehst, wo ich auch das ganze Zeugs her habe, dieses Material, der siehst du, fehlt was, ne? Siehst du da in der Mitte, da wo da steht, abgestürzte MS Titan, Heck? Genau, da fehlt der Turm, den habe ich abgebaut, zerlegt. Und da unten siehst du auch noch, wie noch eine Reihe weiter fehlt, genau. Das habe ich mir alles zu Gemüte geführt. Wieso ist jetzt hier vorne noch was rot? Ne, jetzt ist es da. Aber wir waren doch hier auch schon, Mensch. Ne, da haben wir nicht. Ne, hier haben wir nicht weitergemacht. Alles klar, Herr Kommissar. So, hier wollte ich jetzt mal landen. Und schauen. Jawohl, ich habe hier nämlich freigegraben, wie du siehst. Das hat nicht ganz so lange gedauert wie beim Titan-Hack. Muss halt immer noch ein bisschen aufpassen, nicht dass hier irgendwo Spinnies sind. Igidi, Spinnies. So, YVF. Jawohl. Dies, wo haben wir in der Hand? Wir gucken mal vorsichtshalber oben drauf. Map, kannst weggehen. Jetzt, jawohl. Ach, das sind die Fasern. Jetzt sehen wir sie hier wesentlich besser. Das ist gut. Ich höre einen Geier. Nö. Gibt's jetzt hier sowas auch? Kannst du doch nicht machen. Und was ich jetzt machen wollte, ist hier oben rein. Geschafft muss. Nein. Au, oh, abgerutscht. Oh, alter Schwede. Jo, Spitze. Hier rein komme ich wenigstens. Jawohl. Ja, so kann man natürlich hier auch reinkommen. Dann gehen wir mal hier hinter. Was ist das da? Ne, das sind nur die Metalldingers. Kann man hier nicht irgendwie hoch? Komme ich hier raus? Ja, aber auch nur hier rum. Okay. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Hier kommen wir auf jeden Fall hin. Es ist auch egal, wo ich das Ding aufbaue, den Kern. Das weiß ich. Aber ich wollte eigentlich gleich hier oben rein. Warum? Keine Ahnung. Einfach. Ja, aber ist so, ne? Hier, jetzt mal den Kern hier. Dann können wir nämlich die ganzen schönen Sachen hier mit 6 abbauen. Zerlegen. So, mechanische Komponenten, Nanoröhren. Das ist schon mal supi-dupi und so. Komme ich hier bis nicht raus? Ja, als hätte ich es gerochen, ne? So komme ich aber hoch, hoffe ich. Habe ich die gleich getroffen? Jawohl, habe ich. Und das war jetzt aber reiner Zufall. Ich habe ja keine Ahnung, wo hier was ist. Genau. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, darf auch mal wirklich das Jetpack zügiger wiederkommen, denn wir haben ja keine Zeit. Das ist ja ansonsten nervig.
Und... Boah, das sieht hier... Boah. Wo seid ihr? Oh. Kommen die jetzt unten drunter? Das wäre schlecht. Wop. Ja, Ufi sitzen. Da kommen sie. Erstmal wegrennen und dann. Oh. In der Zeit kannst du wirklich nachladen. Ne? Zack. Und. Zack. Nachladen. Also im Normalfall sind das nicht nur zwei. Egal, stellen wir uns rein mit einer. Wop. Mit einer. Map. Und gehen mit der Drohne raus. Das sollte ja funktionieren. Nehmen die 6 in die Hand. Waren wir hier eigentlich schon drin? Ah, an die Schränke kommst du nicht rein. Das ist. Nicht das? Habe ich das gerade richtig? Ist hier unten noch eine Spinni drin? So. Kurios. Also hier kannst du schön von unten drunter gucken. Sollte mich ja nicht erreichen, die Spinne. Hier kann ich nur einen Tipp geben. Guck hier direkt rein. Bah. Wo? Spinikowski, wo? Ich hab dir gehört. Ja, Drohne. Ist mir schon. Spinni, gib noch mal. Hier ist er. Links, Mitte, F5. Wir haben, nein, 2 in der Hand. Komm mal raus, komm, komm, Spinni, komm. Komm, da hab ich dir gesehen, genau. Da. Hier ist eine Mücke auf dem Bildschirm, pfui. Der, Igitt. Da ist er. Mücke, hau ab. Ich sehe nichts. Ich muss Spinni treffen. Jawohl. So, denn beim Buddeln habe ich nämlich gesehen, dass das gar nicht hier so ohne ist. Ruckzuck übersiehst du hier was. Hm. Shift, Laufen und Sprung. Jawohl. Den... Achso, ganz oben drauf sollte ich vielleicht nicht. Und hier... Ja, komm. Da. Das mal hier selber das Zeugs wenigstens zerlegen. Kriegen wir dafür überhaupt was? Nee, ne? Hm. Das heißt, hier müsste ich wieder demontieren, damit ich wenigstens die Deko kriege. Genau. Jetzt wieder auf zerlegen. Hier muss ich ganz genau gucken, was es ist. Das ist Konsole Deko. Heißt demontieren. Kondensator Deko. Demontieren. Demontieren. Hier haben wir Holz drin. Beistelltisch. Können wir den zerlegen? Nein. Auch nicht. Nein. Demontieren, denn die gehen sicherlich auch nicht. Konsole Deko, genau. Konsole Deko. Beistelltisch. Können wir uns ja mal angucken, dann später. Hier haben wir noch eine Deko. Und dann gehen wir mal wieder in die Dronikowski. Und wir haben immer noch das. Demontieren, zerlegen. Und zerlegen. Das Licht. Jawohl! Stahlplatte, Glasfaser. So, was ich nämlich zeigen wollte, hier unten drunter, ihr müsst echt in die Mitte gucken. Das ist wichtig. Boah, Alter, was war das für ein Leck? Hier geht's raus. Hier geht's runter, durch die Mitte. Früher hat man die wesentlich besser gesehen. Siehst du natürlich, wenn du hier wesentlich mehr frei machst, auch. Hier geht's rum.
Hier haben wir nämlich auch wieder so eine Leiste. Da, wo wir, da haben wir es rausgebaut. Genau. Merkst du und siehst du hier nur, wenn du wirklich unten drunter schwebst und echt nachguckst. Kann ich euch jetzt leider nicht ersparen. Ich habe mir nicht gemerkt, wo sie sind. Ist auch schon zu lange her. Also ich bin auch ein alter Mann, ne? Das weißt du ja. Also was, worum ging's? Genau. Das habe ich doch dann alles schon vergessen. So, und da haben wir wieder eine Flugspule. Jawoll. Und du siehst, insgesamt lohnt sich das auf jeden Fall. So, hier vorne ist nichts mehr. Wir gucken uns jetzt hier die Seite an. Map, halt die Klappe, jawoll. Du hast mir hier noch was zu geben. Und ich glaube, die waren auch irgendwie versteckt. Hm. Im Moment sehe ich keine. Da. Siehst du? Da auch wieder. Und zwei Flugspulen und Satium. Und oh, herrlichst. Dann haben wir es bald zusammen. So, hier oben war Nixe. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht, ne? Wir hätten gern noch mehr davon. Mehr davon. Mach mal Tap Tap, damit ich Dronikowski sehe, wenn die hier kommen. So, hier war nichts. Hier war nichts. Hier war auch nichts. Nichts. Genau. So, dann gucken wir hier nochmal. Das sieht fast so aus. Ist es aber nicht? Da haben wir auch noch mal eine. Hier, komm rein. Mach fort. Zwei Flugspulen sah zum Bahnen. Yes. Und damit sind wir durch, ne? Hier können wir nochmal... Achso, eine Reihe hat man hier noch gar nicht aufgemacht, ne? Genau, aber da muss ich direkt ran. Da muss ich richtig hier hoch und ab. Keine Ahnung. Auf jeden Fall demontieren. Dann haben wir Frachtboxblöcke. Brauchen wir die nicht bauen. Hier war die Düse. Also das sieht so aus, als wären wir hier schon dran gewesen. Mhm. Das haben wir hier auf jeden Fall zwischengeparkt. So, wie komme ich hier wieder rüber? Aha, hier oben lang. Ja, man könnte auch Treppen sowas benutzen. Wenn man wüsste, wie man Treppen steigt. Das sieht so aus, als hätte ich es hier freigelegt, jawohl. Cool, es Restrum bauen. Her damit. Jawohl, Kobaltbaum. Und Gold? Braucht er keine Sau. Nehmen wir trotzdem mit. Dann lass es da, wenn du es nicht brauchst. Psst, Schnauze. Dann brauchen wir es doch. Hast du recht. Das nehmen wir auch mit. Und das passt nicht mehr rein. Mist. Und das passt noch mit rein. Aber das. Wir sind direkt vom kleinen Schiff. Hm. Ich hoffe, ich es von hier aus. Oh, Alter, jetzt fängt das schon wieder an zu laggen, wie so. Was ist denn das? Wir haben doch gar keinen Wind. Was, wenn's. Oh, wenn's dunkel wird, ne? Haben wir das auch ein bisschen als Problem? So, das hier überall mit rein. Und da freuen wir uns ganz tolle Treber. Wir haben 7 Flugspulen, 2 Satiumbahnen, da können wir. Wir haben 2 hier zu Hause, wir können 2 noch bauen, dann können wir den ganzen Scheiß zerlegen. Bingo! Wir haben's! Wir haben's! Wir können so einen Dekonstruktor bauen! Wieso wollte ich jetzt hier nochmal rein? Achso, wegen der einen Kiste, ne? Ja. Wegen einer Kiste. Ja, aber ist, ne, wir haben den Pfennig nicht erb und so. Hast ja schon recht. Ich hab immer recht. Schnalzelepkes. Den Kern brauchen wir jetzt oben nicht mehr, ne? Hier haben wir alles abgebaut. Im Titan-Mittelteil oder Heck. Nee, das ist. Egal. Da drüben lassen wir auf jeden Fall drin, in dem anderen. Könnte ich ihn hier auch drin lassen. Ja, dann habe ich überall Kerne hier rumstellen.
Nein, demontieren kriegen sowieso nur Einzelteile. Jawohl. Das ist aber in diesem Fall nicht so schlimm. Wir haben hier noch rausgezutscht. Fein. Ich freue mich tierisch. Hört man bestimmt. Was denn jetzt? Jetzt darf ich wieder springen. Was ist denn hier los heute? Map! Das hängt wie Sau. Wie hängt eine Sau? So, und dann YV und dann... Nein, natürlich nicht das Hängen, ne? Das ist doch nur Spaß. Ich hänge ja niemanden auf. Denn das ist kein Spaß mehr. Wir gucken nach vorne. Dann hätten wir hier auf jeden Fall noch was. Ja. Aber wir gucken jetzt mal nach hinten. Genau, dahin. MS Titan Vorderteil. Da müssen wir nämlich auch noch hin. Ein Kernchen setzen. Ein Körnchen? Nein, ein Kernchen. Ein Kern. Diese Richtung. Ja, nicht weit. Hier habe ich ein paar Bäumlinge weggemacht. Da stammt übrigens das Holz her, was ich in die Basis gepackt habe. Das habe ich hier einfach... Boah, Alter, bitte. Nein, hör auf zu legen. Es reicht jetzt mit dem Legen. Können wir hier irgendwie gucken? Nö. So dunstig wie das ist. Ach so, starker Regen heißt es und Wald. Da kommt doch gleich bestimmt wieder Wind. Jawohl, da zappelt schon alles. YVF. Nimm die zwei in die Hand. Falls es hier irgendwas Böses gibt, haben wir sowieso gleich ein paar Buh. Im Moment nix. Ja, hier so diese Richtung und hier rundherum habe ich ein bisschen gelichtet. Das hier durfte übrigens schon wieder Respawn sein. Die habe ich, dächte ich, habe ich auch mit weggemacht. So, hier das gleiche Spektakulum nochmal. Wir gehen hier rein. Das kennst du ja noch. Stellen uns... Wo stellt man uns hier sicherheitshalber hin? Na, jetzt klatscht das wirklich. Wir stellen uns... Stellen den Kern mal hier an die Seite. Jawohl, jetzt ist er uns. Und jetzt können wir mit der... 4 bohren? Nein, mit der 6. Und zwar Kühlschrank. Multiwerkzeug Kühlschrank 2. Den können wir ja direkt mitnehmen. Was ist das? Konsole Deko. Müssen wir doch schon wieder demontieren, genau. Die nehmen wir mit. Hier oben. Pflanzenlicht. Alter, was eine Verzögerung. Pflanzenlicht. Seht. Keine Ahnung, was ich mit den ganzen Dekos machen möchte. Ich schätze mal. Das ist ja nicht so einfach hier zu ziehen und zu... Das leckt. Schaltet mal bitte das Gezapple draußen ab. Schraubt die Grafik runter. Ne, selbst dann ist das. Deswegen habe ich ja die Grafik wieder hochgeschaltet. Außerdem wollen wir ja was sehen. Und das Gezapple draußen nervt mich ja schon seit Ewigkeiten. Das weißt du ja. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Und dann nehmen wir auch noch das Licht mit. Da können wir unsere komplette Basis damit ausleuchten. Müssen wir es nicht selber bauen. Weißt du? Ist gar keine so schlechte Idee. Im Gegenteil, das ist eine gute Idee. Wieso habe ich das hier an der Seite nicht gesehen? Die Beete nehmen wir dann auch gleich mit. Aber... Erstmal müssen wir hier oben alles rausmachen. Gibt es einen Grund für hier? Nö, das sieht nicht noch nach Hause aus. Ah! Hör auf! Du machst mir keine Angst. Ach, Quatsch. Denn ich mit sowas, genau. Um draußen zu gucken, sollten wir vielleicht hier schon F5 drücken. Lässt du mich hier noch raus? Und so, jawohl. Dass ich... Na, nicht überschlagen. Ich hasse diese Saltos. Salti, Salte. Wie immer du sie bezeichnen möchtest. Oh, hier oben drauf hat man schon geguckt, ne? Boah, das sieht man so übelmäßig schlecht. Ein paar waren auf jeden Fall auch hier drin. Das kann ich dir sagen.
Boah. Es hängt. Wo genau, natürlich, weiß ich nicht. Deswegen muss ich mit dir suchen. Aber ich werde auch gerade eingeblinkt. Mist. Wir müssen in der nächsten Runde suchen. Ich drehe mich mal Richtung Ausgang. Da ist noch ein Pflanzenlicht. Da montieren. Meins. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyreon Galactic Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 8.6 Anniversary Update. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.